So, meine lieben Freunde, heute haben wir mal was Neues. Wir sind heute im San Antonio mit unserer Claudia, unserem Besuch und der Irreseiner, gell, der Angelika. Und wir machen heute eben einen Ausflug zum San Antonio, zu diesem Vulkan. Der ist im Süden der Insel und wir schauen uns jetzt das einfach mal alles an. Haben 5 Euro Eintritt pro Nase bezahlt. Da ist auch ein Besucherzentrum. Genau, wir gehen jetzt da oben rüber, beziehungsweise wir müssen da unten durchlatschen und schauen uns mal alles an, was die Burschen uns da zu erzählen haben. Ja? So, jetzt sind wir durch dieses Besucherzentrum mal durchgelaufen. Das ist natürlich typisch touristisch. Hier beginnt jetzt unser Weg. Dieses Polaris ist der Hinweis nach dem Weg zum Mirador del Time, weil wir haben hier bekanntlich eine der besten Sternwarten Europas, wenn nicht sogar der Welt, und kann von hier natürlich den Sternenhimmel auch sehen. Das da unten kennt ihr schon, das ist Los Quemados. Das habe ich bei meiner ersten Wanderung, die ich mit dem Finn gemacht habe, als wir allein da waren, euch schon gezeigt. So. Und hier geht es jetzt halt rund um den San Antonio. Das ist jetzt halt der Vulkankrater. Einer der wenigen, den man wirklich so besichtigen kann auf La Palma. Schon gigantische Ausmaße. Wenn man sich vorstellt, dass der das letzte Mal 1971 ausgebrochen ist und mittlerweile wieder bewaldet, ist schon sehr beeindruckend. Immer wieder. Jetzt hier oben, das ist ja ganz klar, das ist der höchste Punkt und da pfeift ganz schön der Wind um die Nase. Aber heute geht es einigermaßen.